Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Star Wars The Old Republic zusammen mit Wandra. Wandra, sag hallo. Hi, hi. So, was haben wir auf der Uhr? Das Gesicht. Wenn ich dein Gesicht so angucke, habe ich richtig Bock. Was denn? Der ist so richtig begeistert. Der sieht doch total freundlich aus. Ich weiß gar nicht, was du hast. Er ist richtig begeistert, ey. Der hat richtig Bock. Wo ist denn da hier nochmal der Dingenskirchens, wo man... Ach, ich glaub, du hast die Handwerksmission noch nicht fertig gemacht. Du musst mit jedem Handwerker hier labern. Also ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Nee, du hast bestimmt irgendwo einen übersehen gehabt. Frechheit. Zumindest hast du die Mission noch offen und ich nicht mehr. Also... Ich warte mal, ich hätte mit allen gelabert. So, dann haben wir erst einmal das Inventar hier ausgeleert. Na, vielleicht ein bisschen mehr Luft hier. Wo müssen wir da eigentlich jetzt hin? Wir müssen hier links. Wo bist denn du? Da stehst du rum. Wir müssen doch da so lang hoch, oder? Ja. Und dann zum Aufzug hinter. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Was ist denn der für ein komisches Fahrrad? Ein Rad. Monowheel. Was? Wohnmobil? Nicht Wohnmobil, Monowheel, Mann. Ach so. Wohnmobil, Alter, ja klar, ey. Da hätte mich gerade gewundert, es wäre ein bisschen klein. Baby zu Huta, oh no, auf der Nachschalada, ach, Nachschalada, das ist gut, das ist ja das Casino. Das können wir eigentlich erstmal deaktivieren, also. Du willst jetzt wahrscheinlich Drumund Cars abflüge, oder? Wir müssen zu Drumund Cars. Na ja, gut. Das hat ja nichts mit der zweite, den wir erreichen können. Nee, nicht. Das will ich nicht. Mach das weg. Ich will jetzt gar nicht. Das können wir auch machen hier direkt. Bei was? Flashpoint-Mission, die bringt uns dann zu Drumund Cars, wenn wir die fertig haben. Jo. Du machst Sachen. Kramanik, Umlu Kigamayamak. Nulilak Apajam Kamgam. Amka Nemnang. Ampa Nemnang Memua Inok. Nikak Agak Kipnebab. Naya Amgam Barakeki. Ich hab keine Ahnung, was er gesagt hat, aber es ist genau das, was ich hören wollte. Zu hören. Nane Kari Maraka Amkam. Ja Uklibik. Memareknebab. Karehika. Das ist halt Dings das. Ja, Story-Modus. Story-Modus? Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob der Story-Modus dann zu zweit geht. Ja, auch nicht. Wohin sollen wir jetzt? Begib dich an Bord der Black Talon. Was bist du hier, Junge? Ich habe die beste Ausrüstung. Ach, du hast nur ein paar Heilzeugs da. Passt, Tims. Ja, wer braucht denn sowas? Ich hoffe, wir kommen jetzt beide auch rein. Wir haben das Ding war blau für mich, also sollten wir reinkommen. Ja, zusammen meine ich halt. Ja, ich sehe dich doch. Also, ich sehe deine Tante, dich nur nicht. Jetzt sehe ich dich. Ja, irgendwie dauert das Spiel bei mir länger. Ich weiß auch nicht warum heute. Bisschen laut hier. Da ist doch schon wieder jemand mit Quests. Du laberst einen Dealer an. Lieutenant Zullers. Sag dem Captain, dass ich auf die Brücke zurückkehre, sobald ich diesen Botengang erledigt habe. Ja, Ma'am. Schön, euch an Bord zu haben. Ich bin Lieutenant Silas, stellvertretende Kommandantin der Black Talon. Wir bringen euch nach Drumund Cars. Sehr gut. Das Schiff sollte ausreichen. Wie lange, bis wir den Planeten erreichen? Nicht länger als ein Tag. Die Black Talon fliegt diese Route regelmäßig, ohne Probleme. Wir sind normalerweise ein Transporter. Ich möchte im Namen aller hier noch erwähnen, dass es eine Ehre ist, den Sith und der Korriban Akademie zu dienen. Betrachtet euch als unser Gast. Hast du ein Dussel? Euch glücklich schätzen. Ja, das tue ich. Ich will euch nicht länger aufhalten. Wenn wir im Drohmund-System eintreffen, lasse ich es euch wissen. Ach übrigens, euer Droide ist im Konferenzraum. Wir haben ihn mit den Verbesserungen von Geonosis aufgenommen. Als wir hier andockten, sprach er von euch. Wenn du das sagst. Wenn mein Droide wartet, dann sollte ich mal nachsehen, was er von mir will. Ihr könnt euch jederzeit an die Besatzung wenden, wenn ihr etwas benötigt. Ich bin auf der Brücke. Und ihr Soldat, wenn ihr fertig seid, hier Ehrenwache zu spielen, geht auf euren Posten zurück. Das ist hier keine Luxusjacht. Ja, Ma'am.
Erstmal den Pöbel zurechtstutzen, jetzt steht der Schwede da so voll rum, der Sack. Nichts gelernt, komm, ist der Vorgesetzte weg. Ist auch schon also wieder die ganze Moral im Arsch hier. Er hat sogar als Hilfe so einen Gefechtsdroide bekommen. Juhu. Juhu, war das richtig begeistert, ich sehe schon. passt sich so langsam deinen Charakter an, ne? Nee, der passt sich mir an. Identität bestätigt. Guten Tag. Ich bin die fortschrittliche Protokolleinheit NR02. Meine so schaut's aus. Diplomatie, Übersetzung, Totschlag und Verleumdung. Ich habe eine dringende Mitteilung von meinem Herrn für Sie. Halten Sie sich für die Zustellung bereit. Lass hören. Meine Aufmerksamkeit ist ungeteilt. Hier Einheit NR02 für Groß Moff Killrun. Sie haben jetzt Kontakt zur Black Talon. Ausgezeichnet. Und du hast mir genau die Leute gebracht, die ich gesucht habe. Mein Name ist Rikus Killrun. Ich bin Kommandant der 5. Flotte, direkt dem Kriegsminister unterstellt und, was mir persönlich am besten gefällt, der sogenannte Schlechter von Coruscant. Ja, komm. Stimmt etwas mit dem Hologramm nicht oder soll euer Gesicht wirklich so aussehen? Die Narben. Das ist ein Geschenk eines alten Jedi-Freundes. Ich bemerke sie fast gar nicht mehr. Vor 6 Stunden hat die Republik ein paar illegale Übergriffe am Rande des imperialen Raums unternommen. Ein feindliches Kriegsschiff ist entkommen. Das Kriegsschiff, die Brentar Star, hat einen Passagier von hoher strategischer Bedeutung an Bord. Und euer Schiff ist das einzige, das sie abfangen kann. Dann lässt sich nichts machen. Da liegt ihr falsch. Lasst es mich erklären. Der Passagier des Kriegsschiffs hat den Codenamen Der General. Wir kennen seine Identität nicht, aber die Republik glaubt, er besitzt Militärgeheimnisse. Unsere Geheimnisse. Ich glaube den Berichten. Der General muss gefasst oder getötet werden. Captain Orsic, der Kommandant eures Transporters, teilt meinen Enthusiasmus nicht. Er hat sich meinen Angriffsbefehlen widersetzt. Ihr dürft ihm gerne zeigen, was das Imperium von Feiglingen hält. Übernehmt dann sein Schiff, sucht die Brentar Star und kümmert euch um den General. Was machen wir? Boah, da kommst du nicht drum rum. Endlich komme ich dazu, Chaos. Ach, das ist dann das, wo man dann sein eigenes Schiff kriegt, es oder? Es ist beruhigend, in diesem Zeitalter der Konflikte und Grenzstreitigkeiten noch wahre Patrioten zu finden. Wir sind auf Leute wie euch angewiesen, wenn wir den nächsten großen Krieg überleben wollen. Ich werde zur Brücke vorgehen. Sobald wir Captain Orsic beseitigt haben und die Übernahme erfolgreich war, können wir zur Brentals da. Das eigene Schiff kriegen wir erst, wenn wir mit dem zweiten Planeten fertig sind. Tretet bitte zur Seite. Halt! Dies ist Sperrgebiet. Auf Befehl von Captain Orsic. Ihr müsst sofort von hier verschwinden. Ich hab mich alle verlaufen. In eurem Interesse, Herr Gefti Seiner. Schlage vorher zurück, bevor noch jemand verletzt wird. Ich fürchte, das kann ich nicht tun. Dies ist die Einstiegsschleuse zum Kommandodeck. Niemand darf hinein, bis wir das Ziel erreichen. Die Zeit ist knapp. Wir müssen sofort weiter zur Brücke. Wir haben den Befehl, jeden hier als Angreifer einzustufen. Nehmt euren Droiden und verschwindet. Jedes Leben endet irgendwann. Blaster raus! Angriff! Angriff! Aufs Maul hier. Will doch nicht anders hier. Noch sag ich mit meinem Agenten habe ich das anders gelöst. Glaube ich. Problem ist doch gelöst, oder nicht? Moment. Was ist das da? Kein Ziel ist das da. Hey Junge, ich wollte mal sagen.
dauern ein bisschen. Ich habe auch Stress gemacht mit der Agenten. Falls Sie sich um den Verlust von Leben sorgen, ich kann Ihnen versichern, der Tod aller verletzten Crewmitglieder wird strategisch unbedeutend sein. Natürlich. Ist ja auch nur billiges Fußvolk hier. Alles ersetzbar. Fallen die einfach um. Ja. Oder uns noch nicht. Braucht ihr nur nicht mal ein Spell rauspacken hier. Auf der anderen Seite ist ja noch ein paar Hansel. Ja, Jungs, wollen wir mal sagen. Jetzt übertreiben sie da wieder mit der hektischen Musik hier. Ja. Hektische Musik ist hektisch. Ja. Alter, der Roboter schießt in die Luft. Was ist das für ein Noob? So viel Begleiter kann ich auch eigentlich nehmen, da neben stehen und gar nichts machen. Ja. Und wie ist der schon davor gekommen? NPC halt, ne? Cheater, ey. Alle Marines wurden neutralisiert. Suche nach weiteren Bedrohungen. Was ist hier los, Sir? Ganz ruhig, Fenrich. Alle ruhig bleiben. Keine Bedrohungen entdeckt. Die Brücke ist jetzt sicher. Komm hier. Wer hat hier das Kommando? Ich bin Captain Revinal Orsic. Ich denke, ich weiß, was hinter all dem steckt. Nur fürs Protokoll. Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Handlungen. Captain Orsic, ich habe gehört, ihr habt einen direkten Befehl von Groß Moff Kilran missachtet. Ja, und ich hatte nicht damit gerechnet, dass er so brutal reagieren würde. Ihm muss sehr am Passagier der Brenthal Star gelegen sein. Vielleicht hasst er mich auch bloß. Die Black Talon würde bei der Verfolgung eines Kriegsschiffes zerstört. Ich habe schon in diesem Krieg gekämpft. Und ich werde es wieder tun. Aber nicht mit einer Selbstmordmission. Sollen wir machen. Mal gucken, was passiert. Töten. Eine Selbstmordmission ist es, eure Vorgesetzten zu ignorieren. Arbeitsunfall. So früh schon am Abend. Der Captain ist tot. Der Captain ist tot. Ruhe. Ihr habt unsere volle Aufmerksamkeit. Was sollen wir tun? Könnte sich jemand um die Sauerei hier kümmern? Wir haben was zu erledigen. Und was ist mit... Ihr habt eure Anweisungen. Nach Artikel 27a der imperialen Militärvorschrift wurde das Kommando dieses Schiffes rechtmäßig übertragen. Neue Befehle werden auf ihre Konsolen übertragen. Priorität 1, die Brenthal Star abfangen. Bukhara, hört auf den Druiden und bereite den Sprung auf Lichtgeschwindigkeit vor. Verlassen jetzt den Hyperraum. Ein Kriegsschiff der Tranta-Klasse erscheint auf den Scannern. Fahren Waffen und Schilde hoch. Der Feind feuert. Turboleser, Raketen und etwas, das wie Transportkapseln aussieht. Ich bin mir nicht sicher. Die Kapseln sind nur Ablenkung. Feuer erwidern und auf die Energiegeneratoren zielen. Wenn sie beschädigt sind, wir aber nicht, sind wir im Vorteil. Interessant. Lieutenant. Captain Silas, der Technikbereich meldet Blasterfeuer. Dann ist die Verbindung abgebrochen. Wenn wir nicht mitten in einer Schlacht wären, würde ich euch wegen Unfähigkeit töten. Verdammt! Das scheint ein Enterversuch zu sein. Wenn Sie im Technikbereich sind, könnten Sie das Schiff zerstören. Bei allem Respekt, ich schlage vor, ihr kommt ihnen da unten zur Hilfe.
Das Kinderspiel. Ist ein Kinderspiel. Ich gebe der Sicherheit Bescheid. Und keine Sorge, wir lassen den republikanischen Abschaum nicht entkommen. Sand, wenn wir den Captain nicht getötet hätten, hätte er gesagt, dass wir in den Kapseln Soldaten drin wären und das Interschiffe sind. Ah ja. Warnung. Sekundäre Energiesysteme beschädigt. Unwichtige Systeme eventuell inoperabel. Wenn es unwichtige Systeme sind, dann halt doch einfach die Waffe, die interessiert doch keinen. Es geht aber nicht runter. Sorry. Falscher Aufzug. Wie sage ich Aufzug, Kevin? Wir nehmen einfach unser Laserschwert und machen da ein Loch im Boden rein. Ich glaube, da kommt gleich was raus. Jetzt kommen die auch hier rein. Cool. Interessant, das ist wirklich beim Agent anders gewesen, wenn man eine andere Wahl nimmt. Ist ja gut, Alter. Es klingt, als wäre da irgendwas gelandet, ja. Noch irgendeiner, der Stress macht? Nö. Das ist interessant, wenn man den Captain nicht tötet, kommen die gar nicht hierhin, die Schiffe. Das überschätzt sich doch ein bisschen. Maschinenraum. Zusätzliche Sicherheitskräfte im Frachtbereich für Eindämmungsmaßnahmen erforderlich. Bitte reagieren. Alter, das Ding ist genau neben mir eingeschlagen. Was soll denn das hier? Was duft da? Toll, Credits. Kann mich irgendjemand hören? Hier spricht der Maschinenraum. Wir haben einen Notfall. Bitte melden. Die Droiden haben uns aus der Steuerzentrale ausgesperrt. Sie sabotieren den Antrieb. Da gibt's ein sehr großer Droide da unten. Der sieht Muse aus, der Junge. Auf da! Auf den Onkel! Hier spricht Lieutenant Silas. Wenn ihr das hören könnt, kehrt bitte zur Brücke zurück. Wir brauchen euch. Wo kommst du her, Junge? Ein ganz kleiner Droide, der wollte mal schnüffeln. So wie die, ja? Komm nochmal! Was ist das denn für ein Terminal? Warum leuchtet das? Kann sich heilen mit, oder alle. Ach so. Da heilst du mal die ganze Gruppe mit. Moment, da ist noch Loot in der Wand. Ich sehe doch. Da ist der Typ einfach durch. Oh, neues Schwert. Das war doch gerade irgendwo, ich doch was. Ach, da hinten. Verteidigungswert geht hoch. Hm. Machen wir gleich. Aber ich habe kein einziges Loot bis jetzt bekommen, gell? Eine Waffe bekommen, aber die hat gar keinen Modifikationsslot. Weil ihr das angeholt ist. So, zurück zum Kommandodeck. So, was ist los? Unfähiges Fußvolk. Habt ihr was gerissen? Schadensberichte von allen Decks. Noch halten wir uns, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Haltet weiter durch, Fähnrich. Euer Leben und eure Karriere hängen davon ab. Alarmbereitschaft. Großmoff Kilruns Abgeordnete sind zurück. Glückwunsch. Die Sicherheit berichtet, dass die Sabotagedroiden zerstört wurden.
Ich verlange einen Statusbericht. Wir haben die äußeren Verteidigungen der Brentals Star durchdrungen. Der nächste Angriff kommt erst, wenn wir auf Jägerentfernung sind. In 1 bis 2 Minuten. Eine Übertragung. Langstrecke. Es ist eine Nachricht. Aber sie kommt nicht von der Brentals Star. Ich verabscheue dramatische Pausen. Ich stelle die Nachricht sofort durch. Hier spricht Jedi-Großmeisterin Satil Shan an das nicht identifizierte imperiale Raumschiff. Ich bin mit 16 Schiffen der Republik auf dem Weg zu euch. Ich rate euch, euch zurückzuziehen, bevor noch mehr mit dem Leben bezahlen. Was nehmen wir? Noch weiter mal irgendwann, ne? Fürchtet ihr euch, dass es kein Schiff mehr zu erreichen gibt? Dass ich eure Freunde vernichte, bevor ihr eintrefft? Ich fühle keine Furcht. Ich bin besorgt. Um euch. Die Brental Star steht unter meinem Schutz. Mein Konvoi ist in einen Hinterhalt geraten und ich schickte dann die Star voraus. Wir stoßen wieder zusammen. Ich habe gerade erst 3 imperiale Schlachtschiffe vernichtet. Ich möchte euch nicht töten. Der Frieden zwischen der Republik und dem Imperium ist zerbrechlich. Und die gestohlenen Geheimnisse an Bord der Brental Star? Wahrt der General auch weiterhin den Frieden? Der General kann für sich selbst sprechen. Aber ich denke, er handelt im Namen des Friedens. Solche Vorfälle ereignen sich in der ganzen Galaxis. Aber nur, wenn wir es zulassen. Überlasst mir die Brental Star. Falls nicht, dann möge die Macht mit euch sein, denn die Männer und Frauen an Bord werden euch in Schach halten, bis wir eintreffen. Und ihr werdet besiegt. Das werden wir noch sehen. Übertragung beenden. Bestätigt. Beende die Übertragung. Sind auf Jägerentfernung. Die Brental Star startet die erste Staffel. In Ordnung. Wir sind nah genug, um ein Überfallkommando zu entsenden. Ich denke, ihr geht selber. Klar. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Wir warten auf eure erfolgreiche Rückkehr. Ich rate Ihnen, dass Sie zur Fährenrampe gehen. Der Flug zur Brental Star könnte gefährlich werden. Aber Groß Moff Kilran hat vollstes Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Geht er jetzt einfach easy rüber und hauen alles kaputt? Natürlich. Halt, warte mal. Moosman und da hinten lang. Ich krieg echt kein Loot hier. Nicht mal Credits oder so? Nein, nichts. Nee, seltsam. Das ist ja seltsam. Na, ich sehe es immer leuchten. Sobald ich hingehen will, ist das Leuchten weg. Ach, dann loot ich dir das weg. Okay, ich kann das dir weglooten, hä? Lol. Das würde erklären, warum ich bis jetzt kein Stück Loot bekommen habe. Der Lootfinger schlägt wieder zu hier. Wie doof ist das denn wieder? Aber es war doch gestern auch nicht so. Na, wir haben auch gestern auch kein Flashpoint gemacht, ne? Jetzt habe ich meinen eigenen Loot. Jetzt hast du dein Loot weggemacht und hier steht immer noch so ein Fenster, wo mein Name drüber steht. Jetzt kann ich auch was looten. Okay. Und hier hinten, aber hier hinten ist er nur, ja, das ist halt Loot, der jeder nehmen kann. Scheint so, ja. Ist voll random. Ganz komisch.
hier. Ja, das ist wieder Loot, den du ja nehmen kannst oder ich. Teilen wir auch irgendwas? Das wäre mir bis jetzt nicht so aufgefallen. Im Chat muss ich gleich mal drauf achten, wenn du Loot aufnimmst. Nehmen wir nur was auf. Nee, wir teilen uns nichts, wie es aussieht. Warum ist dieses Ding hier blau? Kannst halt anfummeln. Hier Protokolleinheit NR02. Ich hoffe, Sie können diese Nachricht verstehen und dass Sie einen störungsfreien Flug hatten. Bitte halten Sie sich für Sicherheitskoordinator Fähnrich Brukara bereit. Die Marines sind auf dem Weg. Sie folgen euch rein und sichern dann jede Kreuzung, die ihr sichert. Lasst euch nur nicht zu viel Zeit. Wir sind kein Militärschiff. Mehr als das können wir euch nicht bieten. Das war schon. Ich brauche keine Armee. Ich kann mich selbst um alles kümmern. Ja, aber ich verstehe. Ich habe die Kommunikation der Brenthal-Star gescannt und das Sicherheitspersonal scheint die Rettungskapseln schützen zu wollen. Es ist äußerst wahrscheinlich, dass die Crew den General evakuieren möchte. Sie müssen ihn ergreifen oder ausschalten, bevor er entkommen kann. Ja, schon klar. Wir werden den General haben, noch bevor die Crew davon Wind bekommt. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Ich melde mich wieder, wenn sich die Situation ändert. Greifen Sie alle Verteidigungspunkte zwischen Ihnen und dem Ziel an. Wer hätte damit gerechnet? Richtig. Oh, wie süß, da stehen zwei. Okay. Cheater. Nicht looten. Ach komm. Kannst du das eigentlich? Du bist doch Gruppenleiter. Eigentlich kann man bei den meisten MMOs umstellen, dass zum Beispiel er umgelootet werden kann. Also Loot-Reihenfolge oder ähnliches. Ganz unsicher, ich hab sowas noch nie gesehen im Spiel hier bis jetzt. Man kann was gucken, aber wie kann ich das denn in Operationsgruppe umwandeln, kann ich aber keine Ahnung, was das heißt. Das kann ich dir auch nicht sagen. Was heißt das? Tulta, ich kriege nicht mal eine Nachricht, dass ich irgendwas gemacht habe. Alle Sicherheitskräfte bereit machen zum Feuern. Nicht die Operationsgruppe umgewandelt werden, weil einige Mitglieder in der Phase sind. Okay. Du jo. Wahrscheinlich und ich bin nur Deko. Na, jetzt habe ich mich auch eingeloot wieder. Was trotzdem kann ich alles looten, hä? Ihr redet mit einem Kommandanten der Sondereinheit. Okay, das Loot-System ist serviert. Etwas Respekt. Das Loot-System ist serviert. Und da ist ein Kommandant, aber da ist noch ein Druide. Den will ich aus dem Maul geben. Ihr schreckt also vor nichts zurück. Ah, ein Teil von mir hat sich gewünscht, dass ihr an Bord dieses Schiffes kommen würdet. Nicht für die Horde. Nee, falsches Spiel war das. Falsches Spiel? Ach, da ist dasselbe. Ja. Schwer, die Kamera. Ich hole mir einfach mal Spaß das Ding hier an. Serviert. Wie, nur eine? Ah, hier kommen die anderen Jungs. Ja,
Was, wo? Da ist hier noch einer, da hinten im Eck versteckte. Jetzt bekomme ich auch eigenen Loot. Ja, den habe ich jetzt nicht aufgenommen. Ach so. Absichtlich nicht. Trotzdem Antriebsdeck. Platziert. Antriebsdreck, Deck. Ein bisschen viel, kann man ja gar nicht richtig zielen hier. Der andere Typ direkt angeflogen, macht er direkt kaputt, weißt Da ums Eck kommen welche rein, oder? Da kommt was Dickes. Der Hutdickerchen, ey. Der macht ja einen Stress. Nee, das hilft bei dem nicht, schade. Bisschen laut hier. Ein Hauch von, ja. Feierabend jetzt hier. Und war das Schlut? Hab ich doch. Also ich habe jetzt irgendwie... Das Wirde ist auch, da steht auch mein Name manchmal beim Loot drauf. Aber irgendwie kriege ich da nur einen Bruchteil dann von. Das ist total wir, das Loot-System in der Gruppe. Da ist schon merkwürdig. Das zum Das ist ein Riesenlärm hier. System da. Da habe ich nur Loot-System halt. Ach so. Das ist sehr wird. Die Rettungskapseln sind nicht weit. Ihr könnt es alleine schaffen, General. Und was wird aus euch? Ihr seid Toast. Jo, sind sie.
Ich stelle mich meinem Schicksal. Geht jetzt, mein Freund. Bleibt, wo ihr seid. Ich bin Yadira Bar, Padawan des Jedi-Ordens. Meine Aufgabe ist es, den General zu beschützen. Und ich lasse euch nicht passieren. Ist Padawan nicht ein anderes Wort für Schüler? Du bist nicht mal ein echter Jedi. Aber das werde ich. Ich habe schon mein Lichtschwert gebaut. Meine letzte Aufgabe ist es, mich einem Sith im Kampf zu stellen. Ich habe sogar vor, euch Meter für Meter zurückzudrängen, wenn es denn sein muss. Genauso wie die Republik das Imperium immer tiefer in die Galaxis drängt. Soll mir das Angst machen? Ich muss euch auch keine Angst machen. Ich muss euch nur besiegen. Und das werde ich. Ihr könnt direkt drauf hier. Hier bleiben. Aber weiter lasse ich euch nicht. Ihr werdet nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Hey. Ihr werdet nicht gewinnen. Das schwöre ich euch. Ja, so viel dazu. Ja. Hi Jungs, ich wollte mal sagen. Die Tante kann man ja noch looten. Tante kann man noch looten, ja. Dum. Na, General. Haben wir deinen Arsch? Könnt die Waffen weglassen. Ich werde nicht fliehen. Außerdem bezweifle ich, dass ich es zu einer Rettungskapsel schaffe, ohne meine Eingeweide zu verlieren. Ich könnte dafür sorgen, dass ihr eure Eingeweide verliert. Ich brauche euch nicht lebendig. Ich bin mir der imperialen Vorgehensweise bezüglich meiner Person durchaus bewusst. Ich war General im imperialen Militärdienst. Haben Sie euch das gesagt, als Sie euch hierher schickten? Wussten Sie das überhaupt? Warum hintergeht ihr das Imperium? Wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr verstehen. Wenn ihr hören würdet, was beide Seiten beabsichtigen, würdet auch ihr keinen neuen Krieg wollen. Sie entwickeln Waffen für den jüngsten Tag. Schilde, die ganze Planeten umschließen. Raketen, die die Sonnen verdunkeln. Republik und Imperium wollen ganze Welten vernichten. Zivilisationen auslöschen. Es wird anders als alles, was die Galaxis seit dem großen Hyperraumkrieg gesehen hat. Und es gibt kein Zurück mehr. Der sogenannte Friede ist bereits verloren. Das wird ein gewaltiges Blutvergießen. Und ich werde ein Teil davon sein. Anfangs schon. Aber ihr werdet es nicht überleben. Niemand von uns wird das. Nun habt ihr mich. Mich, meinen Bauch voller Blut, mein Implantat voller Kybernetikgeheimnisse und gestohlener Pläne. Was habt ihr nun vor? Wollen wir ihn gefangen nehmen oder töten? Ja, kein Arbeitsunfall diesmal. Kein Arbeitsunfall? Ich bringe euch an Bord meines Schiffs. Von dort aus werdet ihr nach Drum und Kaas gebracht und gelangt in Gewahrsam des Imperiums. Wo ich dann gefoltert oder hingerichtet werde? Oder im besten Falle für den Rest meines Lebens in einer Zelle sitze? Aber da es auch keinen Ort in der Galaxis gibt, wo ich mich verstecken könnte, folge ich euch. Eigentlich läuft er voran. Ne. Ja, dann
Eigentlich müssen wir als Ziff immer eigentlich böse, böse, böse nehmen, jeden abschlachten, aber nein. Ich werde rumspielen hier. Wer ist noch dabei, der dran rumspielen? Hier Protokolleinheit NR02. Wenn Sie diese Nachricht empfangen, rate ich Ihnen dringlich, so schnell wie möglich zur Black Talon zurückzukehren. Rede? Rede schon. Was geht da vor? Es gab einen Unfall auf der Brücke. Ihre Taktiken haben für so einige... Idioten! Die werden doch alle getötet! Hier liegen so ein paar Leichen rum. Sind alle tot. Das haben Leichen so an sich. Ach, wirklich? Ja. Willkommen zurück. Ich bin erfreut, dass Sie unversehrt sind. Ich entschuldige mich für den Zustand der Brücke. Wie ich vorhin schon berichten wollte, gab es einen Unfall. Aber so ein Fall. War er, ne? Naja, natürlich war es er. Du sagst mir besser, was hier passiert ist, sonst werde ich ungehalten. Manche der Crewmitglieder waren äußerst beunruhigt durch ihr Verhalten. Fähnrich Hetter hatte Sorge, sie würden jeden töten, der Mission nicht dienlich ist. Eine Gruppe Offiziere wollte vom Schiff fliehen, bevor sie zurückkehren. Lieutenant Silas hatte Einwände und es kam zu einem Feuergefecht. Es gab viele Verluste, aber keine Sorge. Ich bin problemlos in der Lage, das Schiff zurück nach Drom und Kars zu steuern. Du willst mir sagen, sie sind in Panik geraten und haben sich gegenseitig umgebracht? Das ist korrekt. Es war überraschend. Groß Moff Killrun erwartet sehnlichst Ihren Bericht. Soll ich ihn durchstellen? Ja, mach mal. Tu das. Es gibt keinen Grund zu warten. Ich öffne den Kanal. Wie gut, dass ich meine Freunde an Bord der Black Talon erreichen kann. Der Druide hat mich über eure Arbeit unterrichtet, aber ich wollte es gern von euch selbst hören. Wie verlief der Angriff? Heute wurde viel Blut vergossen, Killrun. Hoffentlich war es das auch wert. Oh, das war es ganz sicher. Blut ist immer noch billig. Ihr könnt stolz sein. Dies ist nur eine von vielen Operationen, die wir in der ganzen Galaxis abwickeln. Ein neuer Anfang des Krieges. Der General war eine der wichtigsten Waffen, die die Republik besaß. Ein Überläufer. Ihr habt ihn aus den Händen des Feindes entrissen. Ich werde das nicht vergessen. Und ich sorge für eure Belohnung. Jeder soll wissen, wessen Verdienst das war. Ich werde den anderen Moffs von euren Heldentaten berichten. Aber meine Worte sind belanglos. Schon bald werdet ihr unsere Heimatwelt erreichen und mit eigenen Augen sehen, wofür ihr kämpft. Das sollte inspirierend sein. Genießt den Rest eurer Reise. Killrun Ende. Gut. Komisch. Ja? Ich habe die Flashpoint-Quest immer noch drinnen. Ja, ist auch nicht fertig, warst. Na, wieso? Wir sind doch hier. Ja, wir sind auch nicht runter hier. Also wir müssen das Ding auch noch anfummeln. Ja, Tom Kars, ist richtig. Der Roboter sieht so aus, als würde uns gleich angreifen wollen.